Morgen! Da war mein Schatz schneller als ich. Jo, hallihallo. Was haben wir denn heute? Samstag, den 24. Ganz genau. 9 Uhr und 24. Ich werde mich jetzt erst einmal ins Auto begeben. Ins Schatzimmobil. Das rausfahren. Den Anhänger hinhängen. Und dann fahre ich in BayWa Baustoffe und hole uns die Bodendämmung. Dann nehmen wir jetzt 6 cm dicke Styroporplatten. Kommentare wie, oh, da nisten Mäuse ein etc. pp. Könnt ihr gleich wieder vergessen. Das Ding ist dicht, da nistet sich gar nichts ein. Ja, das mache ich jetzt als nächstes. Dann wird hinten die Palette zerrupft, wo die ganzen Bauteile drauf sind. Danach wird der Grundrahmen zusammengeschraubt. Ja, und dann kommen schon die Seitenwände. Also, heute geht's rund, Leute. So, Leute, Shoppingtour beendet. Styropor, was wir gekauft haben, zeige ich euch gleich. Noch eine Dichtmasse. Und wir sammeln hier gerade im Hof Wohnmobile. Das habt ihr ja schon gesehen. Da hinten flüchtet gerade jemand. Hab dich! Ja, eine Rita Kruse mit Männe sind auch da. Yeah. Gut. Ich trinke jetzt mein Käffchen fertig und dann geht's endgültig hinten los mit dem Grundrahmen. Legen Sie das Grundgestell. Okay, Grundgestell steht da drauf. Jo, so sieht die Geschichte jetzt aus. Jetzt werde ich erstmal die Verschalung wegschrauben. Ja, dann das Überstehende noch ein bisschen wegschnibbeln. Und dann können wir weitermachen und unseren Grundrahmen zusammenschrauben. Also das mit dem Ausschäumen hat ganz gut geklappt. Du musst halt mit dem Sägeblatt das Brett wegsägen. Und ich glaube, da drin muss ich noch den Schaum fertig rausholen. Verdammt nochmal. Da ist er komplett draußen. Und beim dritten ist er nicht ganz draußen. Ja. Da hat es halt ein bisschen ins Rohrlei geschäumt, aber das kriege ich auch noch raus. Aber das Wichtige ist jetzt, dass wir den Grundbalken jetzt von außen jeweils mit 2 Spacks verschrauben. So wie sie es in der Aufbauanleitung schreiben. Und das machen wir jetzt. Also einmal von der Seite, einmal von der Seite. Die Löcher durch die Balken bauen wir alle vor. Beziehungsweise der Michael von Nachbardorf ist auch wieder da. Der hilft auch kurz mit. Und dann werden die Spacks reingejagt. So Leute, los geht's mit den Seitenwänden. Wir werden sie uns jetzt hier schnappen. Und der Sascha darf jetzt einen Kameramann machen. Also, wenn die Aufnahmen nichts werden, bitte ihm beim nächsten GMF verhauen. Genau. Also, wenn der Sascha randaliert wieder. Jetzt hoch, draufstellen. Und hier weiter her. Nee, noch, wir müssen noch höher. So. Genau. So. So, Finger weg und Finger ab. Einmal so, oder? Was? Willst du das von außen nach innen bohren? Ja, bei dir. Nein, ich komme von der Seite. 1, 2,
Okay, und die ganze unten muss wieder von der Seite da. Von der Seite. Du kannst jetzt drüben gleich die gleichen Löcher machen, jawohl. Dann sind die schon vorgebaut. Ja, die oberste kann drei jagen. Genau so machen wir jetzt die restlichen Wände. Tja Leute, die Wände stehen. Ich werde unter Umständen jetzt mal meine anderen Schrauben dann noch durchgucken und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich hier alle einfach zusammenschraube. Ich weiß auch nicht warum. Ich will es einfach. Ja, also wie gesagt, die Wände stehen. Es wird jetzt dann wieder über Kreuz gemessen und dann nochmal komplett ausgerichtet und dann kommen erstmal die Blendebalken, aber ich schaue nachher nach, wie es heißt, oben drüber, bevor es dann auch schon mit dem Dach weitergeht. Aber jetzt gibt es zuerst einmal ein Weißwurstfrühstück. Der Jona von gestern ist auch schon wieder da. Der Michael hat uns verlassen. Ja, haben sich ausgetauscht, könnte man so sagen. Gut, Weißwurst essen. Mein ganzer Topf voll Weißwürste. Ja, also ich habe jetzt wirklich beschlossen, ich mache überall eine Schraube rein und fertig. Das ist dann wieder Grillschranke Spezial. So Leute, wir haben jetzt den oberen Rand endlich verschraubt. Ja, wo ich mir nicht so sicher war, was jetzt länger gebraucht hat, hier mit der Geschichte hier aussägen, weil wir hier noch einen 5 mm Überstand haben. Das haben wir nicht ganz so gleich kapiert. Ja, und da haben wir jetzt eine ganze Weile überlegt und Video angeguckt. Aber jetzt ist das soweit alles mal fest. Jetzt kommen hier noch die Außenecken drauf, ringsrum. Die holen wir jetzt gleich
Und danach geht es auch schon mit dem Dach weiter. Oder? Außenecken, Dach. Genau so machen wir das jetzt. Somit wären die Außenecken auch ringsherum dran. Wunderbar. Scheiße, jetzt geht's mit dem Dach weiter. Und das ist das Schwerste, also vom Gewicht her. Zwei Felder vom Dach sind schon drauf. Wir haben es ganz einfach verpennt mit lauter Arbeit. Vor lauter hau mich tot und Mann, ist das schwer, sind wir nicht zum Filmen dazu gekommen, weil sogar der Sascha mitgelupft hat. Und die Leute, die Sascha kennen, wissen ja, dass er leider nicht mehr so kann, wie er will. Danke. Red Bull? Ja, wir haben jetzt 4, 2 und 2. Achso, wolltest du keinen, oder was? Ich darf keinen. Ach, doch. So viel zum Wir arbeiten nur. Berg Lemonade. Das war eben das, wo ich das letzte Mal im Video gesagt habe, dass die Rita die Zutaten mitbringt. Und mega. Zum Wohle. Ja, da, film rüber. Film rüber. Da hocken sie und schlucken sie. Ja, bloß der Jona darf nicht. Oh. Schmeckt gut. So. Rotze bist offen. So. Wieder die Latte? Ich hab's schon. Okay, noch nicht so nah hin. Alles gut. Jetzt bin ich drunter. Kannst du wieder einschieben? Warte. Ich muss wieder mit der Leiter rauf. 1, 2, 3. Ich glaube, ich kann noch zurück. Ja, rein. Latte tiefer. Ja, so einmal, warte. Ja, die muss noch einen Zentimeter runter oben. Ja, ja, aber keine Panik auf der Titanic. Ja gut, wenn es unten nochmal zusammen ist, kommen wir oben auch, das gibt sie. Momentan ist es noch ein bisschen hoch. Weil hier zum Beispiel muss ich jetzt noch ein klein bisschen aufdrücken. Wow, morgen scheint wieder die Sonne, die Affen steigen. Und runterfallen. Ah, Dreck in die Augen. Magst du keine größere Leiter, eine höhere? Mit einer Dauer unter dem Haupt. Hallo? Da müssen wir jetzt noch zwei drin sein. 1, 2, 3. Machen wir die hier. Ja. Warte! Ja. Läuft schon rot an. Das geht ganz gut.
Ja. Die habe ich gemacht. Echt? Nee. Warte. So? Ja. Absetzen. Hand raus. Und hoch geht's mit dem nächsten Dachelement. Die Jungs, die plagen sich ohne Ende, hey Leute. Also das ist ein ganz schöner Fickscheiß, wenn man da nicht weiß, wie man das handhaben muss. Aber Übung macht den Meister und es ist schon das vierte. Wow, und jetzt sieht man schon, wie das ausschauen soll. So, und das letzte Dachelement ist drauf. Juhu! So. Das ist unser neuer Schraubenhalter. Ja, damit das Dach nicht davon fliegt. Sind ist unser Schraubenhalter. Dach muss ja halten. Und der Jona ist drinnen und passt auf und schreit rechtzeitig, falls sie nebendran rauskommt, verdammt. Kameramann schläft hier seinen Rausch aus. Ja. Das sind die nächsten Teile, was hinkommen. Ja, Leute, und die Türe ist auch schon drin. Aha. Ja, und jetzt kommen hier diese Teile noch dahin. Muss ich jetzt aber erst einmal wieder Bauplan lesen, wie die da hinkommen, genau, wie die verschraubt werden. Nicht nach unten. Also, die machen wir jetzt hin. Die werden auch von die Gaube mitstützen. Und dann, ja, sind sie dran. Hier, wo wir mit der Säbelsäge die Balken abgesägt haben, ja, da. Jetzt noch ein bisschen nacharbeiten mit der Rotex, also den Exzenterschleifer. Einfach, dass die Dinger gut hinpassen. Aber jetzt erst einmal Zwangspause, weil es wieder geheißen hat, Essen kommen. Schauen wir mal, was es gibt. Aha, was ist das? Sieht aus wie ein Nudelsalat und irgendeine Schweinerei hier. Mhm. Fleischpraline. Sprich. Fleischpraline, Schweinefilet gefüllt mit Paprika, Frischkäse und Bacon. Lecker. Gut. Und halt ein Gurken, Paprika, Tomatensalat. Ich lasse mir es jetzt erstmal schmecken. Und dann geht's an der Kota weiter. So, Freunde, wir haben es jetzt 8:30. Ich mache jetzt für heute heraus einen Feierabend. Morgen geht's dann Dachpappe hier hin machen, das Vordach oben drauf und so weiter und so fort. Aber heute haben wir jetzt noch die Dinger hingemacht, links, rechts, die Türe ist drin. Also sprich, das ganze Teil ist katzensicher. Ja, also die springen übers Dach rein, ja, dann sind sie selber schuld. Ja, dann noch die Dachpappenbahnen etc. pp. Und dann kommt die Mütze oben drauf. Jawohl. Gut, dann räume ich jetzt auf. Da hinten werde ich sowieso bloß beobachtet. Egal. Leute, bis morgen. Ist ja schon wieder Sonntag.